Moin, moin. Ja, hier ist wieder Detten mit einer weiteren Folge mit FIFA 22. So, letztens hatten wir ja gegen Wolfsburg 11:0 gewonnen in der Bundesliga. Aber heute geht es ja in Europa Conference League weiter. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir das Spiel heute streiten. Aber erst bevor wir da weitermachen, möchte ich erstmal gucken in der Mannschaft. Weil letztens war Süle irgendwie verletzt gewesen. Da möchte ich mal gucken. So, mal gucken. Kann man das hier irgendwo ran sehen? Süle. Aber sehen tut man das bei Süle nicht hier irgendwie. Man das nicht sehen kann. Dass man das nicht sehen kann, ob er, weil er letztens hat er mir irgendwie angezeigt bei Wolfsburg, dass Süle verletzt ist. Also schauen wir mal kurz da rein. Aber hier ist ja auch nicht. Irgendwann einen kleinen Moment. Wo haben wir hier? Da. So. Ich möchte doch mal kurz gucken, ob er das irgendwo, wann man das sieht, wenn der irgendwie angeschlagen ist. Aber es ist anfällig für Verletzungen. Da steht irgendwas anfällig für Verletzungen. Okay, wir werden Süle erstmal ja, auflaufen lassen, beobachten wir und werden dann spätestens die zweite Zeit losgeht, dann auswechseln. Genau, so werden wir das machen. Würde gerne jetzt mal nee, du sollst da bleiben, du sollst für Haaland erstmal, Michel kann, naja, Vogelsammer kann erstmal bleiben, ja, ansonsten lassen wir erstmal so den auf, ja, okay, ja. So, wir werden jetzt mal mit Süle weiter beobachten. Es stand da irgendwie anfällig mit Verletzung. Ja. Ja, also müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Okay, weiter gibt es erstmal hier nichts. Dann können wir erstmal hier weiter mit Training hier machen. Also Mitteilung ist bis jetzt noch nicht reingekommen, aber wir gehen mal gleich hier in den Pressezentrum. Merci à vous d'être ici. Nous allons pouvoir commencer. Schade, es ist FC Union Berlin ziemlich ebenbürtig. Wie gehen Sie dieses Spiel daher an? Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Wir dürfen die Stadarines nicht unterschätzen, um die nächste Runde zu erreichen. Wir müssen uns auf alles vorbereiten. Delphi, könnten die Stadarines gegen ihre Mannschaft gewinnen? ja. ja, möglich ist alles. Natürlich kann Stadarines gewinnen. Siege sind nie garantiert, obwohl wir natürlich top drauf sind. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Gehen Sie davon aus, dass das auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Die letzten Ergebnisse waren aber gut. Aber wir dürfen nicht abheben. Vor uns liegen noch schwere Spiele. Wir müssen uns gut vorbereiten.
Vielen Dank. Bitte weiter keine Fragen. Gern geschehen. Au revoir. Bis später. So, das war die Pressekonferenz nochmal. Und dann gehen wir jetzt einfach in die Europa Conference League. Mal so lassen, spielen. So, Draxler ist heute mal dran. Hallo Draxler, dann zeig mal, was du kannst. Jawohl. Der Eige müsste ja oben in die Ecke schießen. Draxler. Komm. Gut, Haaland hat auch nicht alle reingeschossen. Das ist nicht so schlimm. Jawohl. Halt nicht so weit. Ja, das war ein schöner Schuss. Ja, wahrscheinlich bleibt ein bisschen vom Weiten so schießen. Aber was? Mal probieren. Ah. Da liegt direkt auf Mann. Jawohl. So, überragend. Na bitte. Das ist doch schon mal gut, wenn überragend. So, dann los. Es ist das Duell, auf das hier alle schon seit Tagen warten. Es ist ein enorm vielversprechendes Spiel. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Wir zeigen heute das Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League. Stadren gegen Union Berlin. Wenn das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa Conference League ansteht, dann schaut die Fußballwelt natürlich noch ein Stück genauer hin. Langsam wird es spannend, langsam wird der Kreis der Titelanwärter kleiner. Und jetzt schauen wir mal genau hin, wie es mit den beiden hier heute aussieht. Ob die Chancen auf den Titel haben, ob die in Topform sind, ob die im entscheidenden Moment die richtigen Ideen haben. Hier also die Startaufstellung von Stade Rennes. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. So beginnen die Gäste heute. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Und los geht's. Rüdiger. Da ist Süle. Kevin Möwald.
Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Der ist extrem stark im Abschluss. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Den Ball hält er gut. Na, gibt er noch Ecke? Ja, gibt Ecke. Naja, er hat da ein bisschen mehr. Ich denke mir, er wollte ein bisschen rinflanken, aber hat das Ding nicht richtig getroffen. Aber naja, alles gut. Ecke kommt in die Mitte. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Klasse Pass. Den spielt er gut und er schießt. Oh, nochmal Ecke. Was für eine Rettungstat, gehalten. Ja, wenn ich sage, warum setzt sich Haaland noch nicht ein? Ja, den werde ich dann in der zweiten Halbzeit einsetzen, weil dann kann ich vielleicht den Druck noch ein bisschen erhöhen. Ecke in die Mitte. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Julian Draxler. Jetzt geht Draxler in die Mitte. Tor! Da ist das Tor. Der Ball ist bereits früh gebrochen. Draxler. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Könnte jetzt was werden. Kevin Möwald. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Es wird hier Freistoß geben nach diesem Foul. Der Foul. Mann, die sollen nicht zum... Super Parade, aber den hält nicht jeder. Das war Körpereinsatz. nee. Befreiungsschlag. Ah, wo sollte der hingehen? Jetzt wird's gefährlich. Oh. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Draxler. Ball ist unterwegs. Ballgewinn, gibt die Chance hier. Tor! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gemacht. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Kimmich. Das ist die Chance. Ist es denn zu glauben? Oh. An den Pfosten. Kein Tor, der Ball landet am Gestänge. Ah, da wollten sie es zu genau machen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh, schade.
Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Da ist die Balleroberung. Das macht er gut. Tor. Phänomenal. Ohne Worte. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Perfekt. Joshua Kimmich. Da wird jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Komplett durchgezogen. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Trimmel. Sie lassen den Platz für die Flanke. Gehalten! Ecke. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Wo bleibst du denn? Die warten alle in der Tröde. Zeit ausschütten, wa? so ist die Taktik. Jetzt der Eckball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Draxler. Tor. Ein unfassbares Tor. Schön gemacht von Draxler, die Vorlage für Wuni. Ja, Sie können zunächst klären. Wir sind es ja nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Unhaltbar. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Tor! Sie machen das Tor! Und der geht flach rein. Da war nicht viel zu halten. Tolles Tor. Den platziert er direkt neben dem Pfosten. Und da hat der Torwart keine Chance. Schön, schön reingeflankt. Ja, für Kimmich kein Problem. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Rüdiger. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch. Von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Gutes Pressing jetzt. Er holt sich vorne den Ball. Kimmich! Sie sind da, Ball wird geblockt. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Schön dazwischen gegangen.
Glanzparade gehalten. Der Ball kommt rein. Wichtig, noch mal dass er Ecke. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Jetzt kommt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Oh. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Tor! Und Tor! In der Nachspielzeit noch. Ja, wir sehen uns die Wiederholung noch mal an. Erst kann der Keeper noch parieren, aber der Rebound, wie man so schön sagt, wird dann genutzt. Kannst du dann auch nicht mehr verhindern. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Hallo Rüdiger, unser Verteidiger. Und zur Pause ist das Ding hier mal sowas von durch. Es steht 6:0. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Ja, wir müssen sehen, dass wir hier viele noch eine Weile halten. Ansonsten muss man auswechseln. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Zweikampf jetzt. Jetzt ist der Platz da. Tor! Ein fantastischer Treffer! Tor im 1 gegen 1, wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. So, dann machen wir mal den Fall noch kurz weg zum Top machen. So. Sagen wir mal Süle, ich glaube, ich werde mal Süle auswechseln lassen und genau. Was? Ich will den Torwart nicht auswechseln. Ja. Gut, dann. Würde ich gerne Haaland rinholen. Ansonsten lassen wir es erstmal so. Okay. Jetzt will er neue Akzente setzen. Es gibt den Doppelwechsel. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Kommt jetzt die Flanke rein? Die Chance hier. Der Pass, stark gemacht. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben.
Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Gieselmann. Vogelsammer. Da vergeht viel Zeit, sie kommen einfach nicht an den Ball und die Fans sind überhaupt nicht zufrieden. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Oh. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Der muss ja Röntgenaugen haben da. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, und schon holen sie sich den Ball. Ball kommt. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Sie holen sich den Ball. Moment, der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Er holt sich vorne den Ball. Chance für Erling Haaland. Oh. Den hält er natürlich, keine Frage. Gefährlicher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Wir müssen aufpassen. Julian Draxler. Ja, das hätte was werden können. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schönes Zuspiel hier. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ja, Haaland macht gut Druck da vorne. Los, Kimmich, jetzt auf Haaland. Oh, jetzt werden sie wechseln. Kimmich führt aus. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Da hatten viele hier den Torschrei schon auf den Lippen, aber nee. Das war eine super Parade. Es gibt Einwurf. Ja, mein Spieler zurückkommen, ja. Das war okay. Platz zum Flanken hier. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Klasse durchgesetzt. Ist abseits. Was? Da hat das Timing nicht gestimmt. Ist denn da abseits gewesen? Boah, ich hab doch Ali, ich hab das zurückgespielt. Das verstehe ich nicht. Nee. Wieder mal weg, ihr Mensch. Oh. Stellen Sie sich davor hin, Junge. Und jetzt ein Zweikampf. Super dieses Zuspiel. Er macht das Spiel schnell. Tor. Und das Tor. Und der Schuss geht flach rein, da war nichts zu halten. Na siehst du, Haaland hat den Tor wieder. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann ist das natürlich klasse bei diesem 1 gegen 1. Technisch überragend. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Sie holen sich den Ball. Ja, du hol, komm.
Nicht gut vom Torwart. Ah, Rüdiger hat gut aufgepasst. Ah, Rüdiger. Jetzt haben sie den Ball verloren. Vogelsammer. Jetzt können sie vielleicht kontern. Was denn? Er steht im Abseits. Gut gesehen. Oh, Mensch, Leute. Einen Tick zu früh. Wenn er da noch wartet, kann das gefährlich werden. Ja. Ja, konnte man ja von dem Winkel nicht sehen. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Bouchy, denn da. Ja, wir schauen mal auch das mal hier noch vielleicht wechseln. Ja, Heike für Müllwald Mystik auswechseln. Der ist ja ein schöner. Ja. Und zwar müssen wir es so machen. Geht ja nicht anders. Es war jetzt hier rot, aber Khedira muss jetzt mal dort jetzt spielen. Hilft jetzt nicht. Das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so. Immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten. Die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Da wird ja wohl Khedira ein bisschen klarkommen jetzt. Starker Zweiger. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Schuss für Erling Haaland. Ecke. Muss Abschuss geben. Was? Er hat doch nicht nach da geschossen. Ah, ja, manchmal. Schau, dass wir keine Wiederholung zeigen, ja. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Rüdiger. Ah, er hatte mal gute Aktion. Was machst du denn da? Oh, da ist er durch. Alan, komm, Mensch, renne. Das muss es sein. Tor. Ein unfassbares Tor. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Schönes Dribbling hier. Da sind sie da, guter Block. Die Chance für Haaland. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Perfekt. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Da hat er die Chance. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Boah, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Klasse, wie er dahin geht. Da ist nach wie vor Kimmich. Da haben sie die Chance. Nein, Scheiße. Mann, oh Mann. Das war mal knapp.
auch da lösen sie es wieder klasse. Ballbesitz jetzt. Der Torwart ist da, Ecke. Hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhand. Naja, ist jetzt gleich Spiel vorbei, aber wir haben in Europa Conference League uns weiter qualifiziert. Ecke kommt in die Mitte. Chance für Erling Meine Bube. Schluss in diesem heutigen Hinspiel und der Sieg, liebe Zuschauer, der geht hier an die Gäste, die Fans jubeln. Ich glaube, genauso wollten sie das und genauso haben sie es auch bekommen. Ja, wenn sie da an diesen Auftritt anknüpfen können, Wolf, dann sieht es wirklich gut aus. Dürfen sich natürlich noch nicht zurücklehnen, aber die Zeichen, die stehen auf Weiterkommen. Jetzt weiter konzentrieren, das ist natürlich wichtig. Zu 1. Da ist die Balleroberung. Das war's ja gut. Phänomenal! Ohne Worte. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Draxler. Ein unfassbares Tor. Zweikampf jetzt. Kommt jetzt die Flanke rein? Die Chance hier. Der Pass, stark gemacht. Super dieses Zuspiel. Und das Tor. Und der Schuss geht flach rein, da war nichts zu halten. Ein unfassbares Tor. Schönes Dribbling hier. Da sind sie da, guter Block. Die Chance für Haaland. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. 10:1 gegen Stade Rennes. Super, super gelaufen. Hat mir wirklich wieder richtig Spaß. So, guck mal im Interview rein. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Glückwunsch zu diesem überzeugenden Sieg. Damit ist die erste Saison in Berlin so gut wie weiter, oder? Dieses Spiel haben wir zwar gewonnen, aber das Ganze wird ja erst im Rückspiel entschieden. Wir müssen uns weiter konzentrieren. Dreierpack sind heutzutage eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von Haaland gesehen? Haaland ist ein Vorbild der gesamten Mannschaft. Man sieht einfach, wie außergewöhnlich talentiert er ist, wie zielstrebig und diszipliniert. Heute konnte ihn niemand aufhalten. Hätte das Spiel auch anders laufen können? Wir haben unser Ziel erreicht und die Punkte geholt. Die Leistung möchte ich nicht und einzeln analysieren. Dafür weiter keine Informationen dazu. Vielen Dank, keine weiteren Fragen. So, meine Freunde und Freundinnen, ich hoffe, dass euch genauso wieder Spaß gemacht hat. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut bei FIFA 22 oder schaut in meinen anderen Projekten, wie ich immer sage, einfach Team Delphi eingeben. Ja,
und schon landet ihr auf meiner Plattform. Ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Abo und Daumen da lässt, dass ihr ständig immer auf dem Neuesten seid, dann bräucht ihr nicht lange suchen. Ja, ich sage für heute, ciao, ciao, haut rein, euer Delphi. Bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.